Mit diesem Parteitag ist die Alternative für Deutschland endgültig bei sich selber angekommen. Unter dem Motto, Recht sein und Spaß dabei. Und wenn ich mir ansehe, dass immer mehr Debatten um die Frage gehen, hat jemand eine Nähe zum Nationalsozialismus? Hat Höcke eine Nähe etwa zu Hitler? Moment mal. Lass gefälligst Bernd Hitler aus dem Spiel. Jetzt reicht's. Oder hieß der doch Björn? Ich weiß gerade gar nicht. Die neue AfD, ich nenne sie mal so, die neue AfD hat offensichtlich keinen Bock mehr, sich von rechts zu distanzieren. Ich gebe Ihnen mal zwei Beispiele. Hier, Bernhard Pachall von der AfD Marzahn-Hellersdorf, Berlin, der lobte auf Facebook neulich die, Zitat, kluge Politik von Reinhard Heydrich, auch bekannt als Schlechter von Prag. Oder Jens Meyer, Listenplatz 2 der AfD in Sachsen, also bald im Bundestag, der hat neulich mal die extrem ekelhafte These aufgestellt, der Massenmörder Breivik hätte aus Verzweiflung über verfehlte Asylpolitik 77 junge Menschen umgebracht. Quasi aus Notwehr. Darf man offensichtlich ungestraft sagen in dieser AfD. Alles andere wäre übertriebene politische Korrektheit. Und wir werden uns als Demokraten und Patrioten trotz dessen nicht den Mund verbieten lassen. Denn die politische Korrektheit gehört auf den Müllhaufen der Geschichte. Bravo! Politische Korrektheit ist zu viel sprachliche Rücksichtnahme auf Minderheiten. Die Lesbe hat völlig recht, meine Damen und Herren. Ja, ist sie! Also. Das wird man in Deutschland doch wohl noch sagen dürfen. Ne? Alice Weidel, ab sofort Spitzenkandidatin der AfD, zusammen mit Opa Gauland. Ich werde oft gefragt, ja, was wollen Sie eigentlich? Mauam, Brot ohne Kruste, Elsass-Lothringen zurück, keine Ahnung. Was rechte Senioren so wollen, was weiß ich denn?